Herzlich willkommen zu den Vector Testing Days. Mein Name ist Tobias Bross aus dem Bosch Geschäftsbereich Powertrain Solutions Electronic Controls. Wir entwickeln Steuergeräte für Verbrenner, aber auch für Hybrid- und EV-Systeme. Mit meinem Team bin ich verantwortlich für unsere weltweiten HIL-Testsysteme. How to introduce a new HIL-Test System in a running environment? Welche Herausforderungen stellte dies an uns und vor allem, wie entwickelten wir Schritt für Schritt Lösungen in diesem komplexen Umfeld? Ich freue mich, über unsere Erfahrungen berichten zu können. Beginnend mit unserem Startzustand vor gut 2 Jahren folgen Erläuterungen zur Definition unseres neuen HIL-Testsystems in enger Kooperation mit Vector. Nach den Auswirkungen auf unsere Tool-Infrastruktur werde ich einen kurzen Ausblick geben und freue mich dann besonders auf die abschließende QA-Session, die live stattfinden wird. Im Umfeld des Verbrenners haben wir seit Jahren ungefähr 350 HIL-Testsysteme für manuelle und vor allem automatisierte Absicherung weltweit stabil im Einsatz. Aufgrund der großen Anzahl an Systemen und Anwendern unterstützt eine effiziente und benutzerfreundliche Toolkette bei der Bereitstellung und Anwendung der Systeme. Eigentlich alles gut, alle waren zufrieden. Doch auch Bosch als Tier-1-Supplier brachte die Transformation im Automobilbereich weitgehende Änderungen mit sich. Wir erweiterten unser Angebotsspektrum im Antriebsstrang um Fahrzeugführungsrechner. Auf der einen Seite besitzt diese neue Steuergerätedomäne VCU deutlich weniger und vor allem weniger komplexe I/O-Signale. Auf der anderen Seite aber viel intensivere Bustechnologien für CAN, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet und mehr. Schnell war daher klar, dass wir unser vorhandenes, erprobtes HIL-System aus dem Umfeld des Verbrenners nicht einfach wiederverwenden konnten. Wir standen daher vor der Herausforderung, ein neues HIL-Testsystem zu definieren und in unsere vorhandene HIL-Testsystemlandschaft einbetten zu müssen, aber die vorhandenen Systeme natürlich weiterhin zu nutzen. Dies führte zu einer zweiten Baustelle neben dem HIL-Testsystem, die Erweiterung unserer vorhandenen Tool-Infrastruktur. Schauen wir auf den prinzipiellen Aufbau unserer HIL-Systeme. Das Steuergerät ist über einen projektspezifischen Kabelbaum angeschlossen. Dieser mappt die Steuergeräte-Pins auf eine Standardvorzugsbelegung für die HIL-Hardware. Über einen optionalen Trennadapter ist das Vector VT als zentrales I/O-System angeschlossen. Als Prozessorkarte nutzen wir die neue VT6060, auf der unser Gesamtfahrzeugsimulationsmodell WMOX läuft. WMOX steht für Vehicle Model und das X für Diesel, Gasoline, Hybrid oder EV. Bedien- und Konfigurationssoftware ist GNU, da es durch unsere Standard-Automatisierungsumgebung ECU-Test ferngesteuert werden kann. Über Mess- und Applikationstools wie Inca oder Diagra für den Fehlerspeicher schließen wir softwaretechnisch den Kreis zum Steuergerät. Grün gekennzeichnet sind hierbei Komponenten, die wir an allen PS-HILs nutzen, und blau die spezifischen Anteile für unseren neuen VCU-Setup. Auf der nächsten Folie gehe ich nun genauer auf das Vector VT als zentrale Komponente unseres HILs ein. Das System besteht aus einem neuen HE-Gehäuse mit 2 VT-Subracks mit je 12 Slots. Über eine Analyse der bekannten und zukünftig erwarteten VCU-Projekte haben wir eine Hüllkurve über die IOs gelegt und darauf aufbauend eine passende Definition der modularen Karten vorgenommen. Für alle Kanäle stehen Fehlersimulationen wie Kurzschluss nach Rubat oder Ground zur Verfügung. Zur Signalkonditionierung haben wir für die digitalen Outputs der VT2516 ein eigenes PCB entwickelt und integriert. Eine spezifische Busbar ermöglicht den Zugriff auf beliebige Kanäle für spezielle Untersuchungen. Last not least haben wir eine nach außen geführte Hardware-Synchronisationsport, sodass weitere Vector-VN-Devices problemlos in das System integriert werden können. Wichtig für einen erfolgreichen weltweiten Einsatz unserer HIL-Systeme
ist die passende Balance zwischen Flexibilität und Standardisierung. Nicht jedes System darf ein Unikat sein, man kann aber genauso wenig mit einem fixen System alle Projekte bedienen. Daher haben wir ein Standardsystemdesign mit definierter interner Verdrahtung und Kartenbestückung festgelegt. Die Basiskonfiguration, hier grün gekennzeichnet, kann einfach bei Bedarf über Plug and Play mit weiteren vordefinierten Karten aufgerüstet werden, gelb gekennzeichnet. Zusätzlich stehen drei freie Extension Slots für zukünftige Erweiterungen bereit. Das System kann über Kaskadierung einfach um ein weiteres Vektor-VT-System erweitert werden, sodass für große Spezialprojekte die doppelte Anzahl an IOs verfügbar wäre. Die Hardware-Projektanpassung erfolgt im Wesentlichen über den projektspezifischen Kabelbaum, der die Steuergeräte-Pins auf eine Standardvorzugsbelebung mappt. Im Folgenden will ich auf ein paar Probleme und auch Verbesserungsmaßnahmen im Laufe der Entwicklung des Systems eingehen. Bei der Überprüfung der Hardware-Signalgüte hatten wir beim ersten Prototypen ein hohes Signalrauschen auf allen analogen und digitalen IOs. Eine wesentliche Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses erreichten wir erstens durch eine Überarbeitung unseres internen Verdrahtungskonzeptes und zweitens durch den Ersatz der Standard-VT-Spannungsversorgung durch einen externen Töllner-Konstanter. Bei der Inbetriebnahme mit angeschlossenem Steuergerät hatten wir immer wieder Fehler bei der Erfassung des Fahrpedalmoduls. Genauere Untersuchungen ergaben, dass wir mit der VT2816-Karte zu nahe an der notwendigen Genauigkeitsgrenze waren. Vektor stellt uns aber zeitnah den Prototyp einer optimierten A-Variante zur Verfügung, die inzwischen released wurde. Im Schaubild sieht man aufgetragen über der X-Achse mit dem Laststrom in Milliampere die Abweichung in Millivolt für einen Analog-Output von 10 Volt. Orange und blau gekennzeichnet sind die Verläufe mit der alten VT2816-Karte und man sieht die deutliche Verbesserung mit der neuen A-Variante, die vor allem im Bereich von 10 bis 30 Millivolt, der hauptsächlich eingesetzt wird, zum Tragen kommen. Im Bereich des Simulationsmodells haben wir hohe Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit. Unsere Modellteile laufen in unterschiedlichen Rechenrastern. Das schnellste Simulationsraster beträgt hierbei 400 Mikrosekunden. Bei den ersten Versuchen mit unserem Standardfahrzeugmodell WMOX entdeckten wir ein viel zu hohes Jittern, das mit der Komplexität des Modells zunahm. Und auch bei der Restbus-Simulation waren wir bereits nahe der Systemgrenze. Eine stabile Echtzeitfähigkeit war weit entfernt. Daher pilotierten wir das neue ERT in enger Kooperation mit Vektor mit vielversprechenden Ergebnissen. Im Schaubild sind dargestellt die Simulationszeiten mit unserem WMOX-Modell für eine 400 Mikrosekunden-Task, rot gekennzeichnet das RT mit einer alten Prozessorkarte VT6051 und man erkennt hier ein unheimliches Jittern mit über 100 Mikrosekunden. Besser wurde es mit dem ERT und einem RT-Rack, aber die richtige Lösung hatten wir erst mit dem neuen ERT und vor allem der neuen Prozessorkarte VT6060, wobei auf die verschiedenen Kerne verschiedene Tasks verteilt werden konnten. Für die Restbus-Simulation haben wir die Evaluierung für CAN gestartet. FlexRay, Automotive Ethernet und Lean werden aktuell leider noch nicht durch das ERT unterstützt. Für uns steht daher gemeinsam mit Vektor die Definition einer zukünftigen Strategie an. Werden wir komplett auf ERT umsteigen oder wird eine Hybridnutzung von RT und ERT nicht nur eine Übergangs-, sondern eine Zü-Lösung sein? Neben dem eigentlichen HIL-Test-System ist für uns aufgrund der hohen Anzahl an Systemen und Usern auch die Tool-Infrastruktur ein wichtiges Element. Unsere Tool-Infrastruktur haben wir in vier Bereiche aufgeteilt: den Build, die Testsystemverwaltung, die Parametrierung von Modellen und die Softwareverteilung. Der Project Build erzeugt aus einem Konfigurationsmanagementsystem abgelegten Sourcen per Bauanleitung ein ausführbares HIL-Projekt. Wir haben weltweit über 400 Hauptprojekte mit unzähligen Varianten im Einsatz.
Die Testsystemverwaltung erfolgt über die TIS, das Test Bench Information System, das eine webbasierte Benutzer-GUI bereitstellt, mit der die Anwender Projekte oder automatisierte Tests auswählen können. Über den SIM, eine Art Radar auf dem Testsystem, wird unter anderem die installierte Software und angeschlossene Hardware gemonitort und im System erfasst. Die Verteilung unserer HIL-Software sorgt für den automatischen Update von Installationen oder auch den Update von neuen automatisierten Tests. Abgerundet wird unser Portfolio durch Tools für die Parametrierung und Freigabe von HIL-Projekten. Bei der Einbettung des neuen Vector VT in unsere Toolkette mussten wir aber bald feststellen, dass diese teilweise über die Jahre historisch gewachsen war und doch ziemlich resistent gegenüber essentiellen Erweiterungen für neue HIL-Systeme. Daher mussten wir eine neue Architektur mit modularen Komponenten und offenen Schnittstellen einführen. Großer Vorteil hierbei war, dass wir durch die zeitlich parallele Einführung einer neuen SIL-Lösung quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Im Folgenden will ich die Überarbeitungen am Beispiel des Project Build erläutern. Unser bisheriger Build besaß zwar bereits gute Features und Optimierungen, war aber stark monolithisch aufgebaut und auf unsere bisherige HIL-Umgebung für den Verbrenner fixiert. Eine Erweiterung war nur durch den Übergang zu einem neuen serverbasierten Project Build as a Service, wir nennen ihn PBAS, möglich. Unser PBAS bezieht seine Inputs aus dem KM-System, unsere WMOX-Modellbibliothek, kundenspezifische Modelle und Parametrierungen. Ein Build-Agent übernimmt die zentrale Ablaufsteuerung und das Fehlerhandling. Der eigentliche Build ist aufgeteilt in separate Build-Schritte. Sie können in verschiedenen Programmiersprachen wie Python, MATLAB oder PowerShell erstellt werden und über Config-Files konfiguriert. Dieses Konzept ermöglicht eine einfache Verteilung der Entwicklungsaktivitäten und auch der Verantwortlichkeiten. Zur Unterstützung existiert eine Plugin-Library, in der häufig benötigte Aktionen zentral bereitgestellt werden. Zur Erhöhung der Performance unterstützt der Build-Agent die Parallelisierung von Build-Steps und auch Caching, sodass unveränderte Build-Anteile vom Vorgängerbild zeitoptimal übernommen werden. Das ausführbare SIL- oder HIL-Projekt wird als Output in einem JFrog at the Factory, quasi unserer virtuellen Garage, abgelegt. Der PBAS wiederum ist eingebettet in eine Jenkins-Umgebung mit manuellem oder automatischem Trigger für Builds. Aktuell pilotieren wir die Erweiterung um eine CT-Absicherungsumgebung, sodass nach erfolgtem Build auch vollautomatisch erste Validierungstests durchgeführt werden. Zum Abschluss will ich Ihnen nun einen Ausblick auf unsere nächsten Aktivitäten geben. Hauptfokus wird zunächst die Stabilisierung und Erweiterung der Gesamtanwendung sein, um Step-by-Step den weltweiten Rollout des Systems erfolgreich umzusetzen. Hierfür werden wir auch unsere interne Absicherungsumgebung auf- und ausbauen, zum Beispiel automatisierte Hardware-Selbsttests für neue Testsysteme oder regelmäßige Überprüfungen von diesen, sowie vollautomatisierte Release-Tests für neue Softwareversionen des HIL-Systems. Und bestimmt werden wir noch einige Features unserer Anwender erhalten und das Feedback einspeisen und dann darauf reagieren. Im Bereich der Simulation werden wir komplexere Gesamtmodelle unterstützen müssen. Für uns stellt sich die Frage, wie es dabei weitergeht. Wird das neue ERT für alle Bereiche zur Verfügung stehen oder wird ein Mischbetrieb von RT und ERT der neue Standard? Hierzu gibt es übrigens einen interessanten Vortrag zum neuen ERT von Seiten Vector heute Nachmittag. Ein sehr wichtiges Feld stellt die Ergänzung, aber auch Abgrenzung zwischen SIL und HIL-Einsatz dar. Für welche Aufgabe eignet sich SIL besser und wo bleibt HIL weiterhin das passende Tool? Vor allem der einfache und schnelle Austausch und die Wiederverwendbarkeit von Artefakten zwischen HIL und SIL wird ein wesentliches Element sein. Hier haben wir bereits erste Erfahrungen und Ansätze, lernen aber aktuell noch viel in der aktiven Anwendung. Als Blick zurück
will ich mich noch bei den beteiligten Vektormitarbeitern vor und hinter den Kulissen bedanken. Es war eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten und sehr kompetenten Team. Und als letzten Ausblick wünsche ich mir, dass dies auch in den nächsten Jahren so weitergeht. Damit bin ich am Ende meines Vortrages und hoffe, dass unsere Erfahrungen bei der Definition und Einführung des neuen Vektor-VT-HIL-Systems auch für Sie hilfreich und interessant waren. Wir werden nun nahtlos überleiten in die Live-Q&A-Session. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Hinweise. Also bis gleich!